schnell mit meiner Brille drauf gucken. Hallo liebe Trader. Da ich meine Trades in einer sehr engen Range absolviere, bin ich von einigen Tradern darauf angesprochen worden, wie ich mein Risiko kalkuliere. Zunächst wird Scalping als sehr risikoreich und teuer beschrieben. Das ist allerdings ein großer Irrtum, über den wir heute sprechen werden. Als Anfänger hatte ich damals folgendes Problem. Ich bin mit 0,5 Lot in den Markt eingestiegen und hatte natürlich einen großen Stop und damit auch einen hohen Take Profit. Wenn es gut gelaufen ist, hat sich der Trade, wie wir hier in diesem Chart sehen, entwickelt. Zunächst lief der Kurs nach oben, $64 nach 19 Minuten. Der Kurs lief zurück, $20 nach 52 Minuten. Und so ging es hin und her, hin und her. Nach 3 Stunden habe ich einen möglichen Gewinn von $10 erzielt. Der Kurs lief nun nach oben, $60 in 200 Minuten, $125 in 223 Minuten. Und hier dachte ich, dass der Kurs nun nach unten läuft und bin schließlich nach 4 Stunden mit $100 ausgestiegen. Das war ein Stundenlohn von $25 und ich dachte mir so, im Trading ist es echt schwer, Geld zu verdienen. Mich faszinierte damals das System der binären Optionen. Man konnte $100 auf steigende oder $100 auf fallende Kurse setzen. Und bereits nach einer Minute war klar, ob man gewonnen oder verloren hat. Es war natürlich ein einziger Betrug, da man im Gewinnfall nur $70 erhielt und im Verlustfall seine $100 los war. Hinzu kam, dass die meisten Anbieter extreme Kursmanipulationen vorgenommen haben, um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber man musste nicht stundenlang auf seinen Gewinn warten. Auch beim Roulette konnte man $100 auf Rot setzen und obwohl die Gewinnchance nur bei 48% lag, war nach 2 Minuten klar, ob man gewonnen oder verloren hatte. Selbstverständlich kann man binäre Optionen oder Roulette in keiner Weise mit dem Trading vergleichen, da ein Trader mit den richtigen Tools seine Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich beeinflussen kann. Ich suchte also nach unterschiedlichen Möglichkeiten, um meine Tradingzeit deutlich zu reduzieren. Es ging mir dabei nicht darum, innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, sondern es war mehr ein Sicherheitsaspekt. Mir war klar, je kürzer ich auf dem Markt unterwegs bin, desto eher bin ich auch in der Lage, meine erworbenen Gewinne zu behalten. Darüber hinaus wollte ich meine Effizienz im Bereich der Gewinne steigern. Ich wollte nicht 4 Stunden darauf warten, um $100 zu verdienen. Ich wollte die Zeit auf ein paar Minuten verkürzen. Mit welchen Strategien mir das exakt gelungen ist, möchte ich in dem heutigen Video aufzeigen. Ich arbeite im Übrigen nicht mit klassischen Indikatoren. Der Preis interessiert mich ebenso wenig wie Nachrichten. Ich handle zwar im Forex-Markt, aber ich treffe meine Handelsentscheidungen ausschließlich aus Börsendaten, die mit dem Forex-Markt nichts zu tun haben. Ein für mich elementares Element sind die Pip pro Minute, die ich im Handel erreiche. Damit ist jeder von euch in der Lage, seine Effizienz deutlich zu erhöhen. Hier sehen wir einen M1-Chart im Euro-US-Dollar vom letzten Handelstag am Freitag, den 20. November. Das Daily Open lag genau in der Mitte des Kursverlaufs und die Range zwischen High and Low betrug 42 Pip. Im Chart sehen wir viele Zahlen, die übereinander liegen. Diese Zahlen haben für mich eine wichtige Bedeutung und wenn wir den Chart gleich herauszoomen, können wir das klarer erkennen. Darunter befinden sich zwei Indikatoren. Die blauen Balken zeigen die Volatilität des Kursverlaufs,
Der darunter liegende Indikator hat mit den Zahlen in diesem Bereich zu tun, über die wir nun ausführlich sprechen werden. Vor etwa einem Jahr habe ich einen Zickzack-Indikator umfunktioniert, um daraus die erreichten PIP pro Minute zu errechnen. Dieser Wert, PIP pro Minute, ist ein elementarer Grundstein für die Form meines Handelns. Schauen wir uns zunächst an, wie der Indikator rechnet. Dafür blenden wir zunächst die Zickzack-Linien ein. Wir beginnen zunächst auf diesem High und berechnen die Wegstrecke zu dem nächsten Low. Wie wir erkennen können, beträgt die Strecke exakt 8 Pip. Da dazwischen zwei Kerzen liegen, entspricht der Durchschnitt 4 Pip pro Kerze oder, wie wir hier sehen, 40 Pipetten. Von diesem letzten Low bis zum nächsten High beträgt die Wegstrecke exakt 2,2 Pip. Geteilt durch zwei Kerzen entspricht das einem Endwert von 1,1 Pip. Nun geht's nach unten zum nächsten Low. Nach 5 Kerzen wird ein durchschnittlicher Pip-Wert von 2,15 erreicht. Der untere Indikator gibt uns nun in einer Übersicht genau diese Werte an. Hier können wir erkennen, Low 4,0. Das ist der Wert, der exakt dem PIP-Wert entspricht. Der Indikator zeigt Pipetten an. Im Prinzip handelt es sich hier um denselben Wert. Von den 10 Hilfsindikatoren, die sich in meinem Chart befinden, habe ich nur 3 Indikatoren selbst entwickelt. Bei Forex Factory findet ihr tausende von unterschiedlichen Indikatoren, die ihr euch jederzeit kostenlos runterladen könnt. Meine Indikatoren findet ihr an meinem Blog. Der Link ist in meiner Videobeschreibung. Der nachfolgende Indikator, der oben in meiner rechten Ecke zu finden ist, habt ihr die ATR optimal im Blick. Er wurde von einem sehr kreativen, professionellen Programmierer namens CJA entwickelt. Der Indikator ist sehr flexibel und kann angepasst werden. Die weiße Schrift zeigt den ATR-Tagesdurchschnitt der M1-Kerze. Der gelbe Indikator zeigt den Durchschnitt der letzten Woche und der grüne ATR-Indikator zeigt den Durchschnitt des letzten Monats. Der Durchschnitt der letzten Jahre beträgt im M1 übrigens 1,5 Pip. Am letzten Freitag lag der Wert mit 1,29 Pip etwas darunter. Es gibt 3 wichtige Informationen, auf die wir achten müssen. Die im Dom stehenden Limit Orders sind in gewisser Weise ein möglicher Blick in die Zukunft, wobei man dabei immer die möglichen Eisberg Orders mit einrechnen muss. Die ausgeführten Market Orders zeigen die kurzfristige Preisrichtung, während die ausgeführten Limit Orders die langfristige Preisrichtung aufzeigen. In erster Linie konzentriere ich mich auf die ausgeführten Limit Orders, die ich mit Hilfe meines speziellen Limit Deltas analysiere. Diese Limit Orders sind der Schlüssel zum Erfolg, da die Big Player innerhalb eines Equilibriums eine bestimmte Anzahl von Limit Orders sammeln, um sie danach in den Gewinn zu bringen. Wenn man herausfinden kann, auf welchen Preisstufen die Big Player eine bestimmte Anzahl von Limit Orders gesammelt haben, erhöht das gleichzeitig die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn wir eine hohe Anzahl von Market Orders haben, die in eine geringe Liquidität laufen, entsteht daraus eine hohe Volatilität. Gleichzeitig erhöht sich auch der Spread, das Risiko, aber auch unsere Gewinnchance. Wenn das Volumen und die Liquidität ausgeglichen sind, entsteht daraus eine Standardsituation, innerhalb der ein normaler Handel möglich ist. Wenn das Volumen gering, die Liquidität aber hoch ist, entsteht daraus eine geringe Volatilität. Der Spread ist zwar gering, allerdings steigt auch gleichzeitig das Risiko eines Verlustes,
da man sich länger im Markt aufhalten muss und unkontrollierte Ausbrüche den Gewinn zunichte machen können. Die Liquidität im Markt ist für mich ein entscheidender Faktor, um herauszufinden, ob sich Big Player im Markt befinden und inwieweit sie den Markt kontrollieren. Daraus habe ich einmal für den EuroFX aus dem Future-Markt eine Tabelle erstellt, die uns die aktuelle Situation aufzeigt. Mit der Anzahl der Limit Orders ist jeweils die Ask- und Bid-Seite gemeint. Zwischen 300 bis 400 Limit Orders auf der Ask- und Bid-Seite ist ein Durchkommen der Market Orders einfacher, als wenn die doppelte Anzahl an Limit Orders im Markt steht. Das zeigt mir, dass die Big Player kein großes Interesse am aktuellen Marktgeschehen haben. Diese Situation hatten wir auch kurz zu Beginn der Corona-Krise. Das lag allerdings daran, dass viele Mitarbeiter von Banken wegen der Krise nicht arbeiten konnten. Zwischen 400 bis 600 Lot auf der Ask- und Bid-Seite herrscht für mich eine durchschnittliche Marktsituation. Die Big Player sind im Markt und sammeln ihre zuvor festgelegten Orders. Zwischen 600 bis 800 Lot auf der Ask- und Bid-Seite herrscht bereits ein größeres Interesse von seitens der Big Player. Möglicherweise sind die festgelegten Orders bereits gesammelt und müssen nun in den Gewinn gebracht werden. Daher wird mit einer erhöhten Liquidität dafür gesorgt, dass keine großen Preissprünge stattfinden können. Die Big Player kontrollieren ganz klar den Markt. Zwischen 800 bis 1000 Lot auf der Ask- und Bid-Seite ist das Interesse bereits überdurchschnittlich hoch. Die Big Player kontrollieren nicht nur den Markt, sondern sie dominieren ihn. Wer in dieser Situation genau weiß, was die Big Player vorher gesammelt haben, hat einen klaren Marktvorteil. Allein aus diesen Informationen müsste jedem klar sein, warum ich Nachrichten keinerlei Aufmerksamkeit schenke und niemals danach handeln würde. Nehmen wir einmal an, die Deutsche Bank hätte innerhalb eines Tages eine hohe Anzahl von Ask auf unterschiedlichen Preisstufen gesammelt. Nun kommt eine wichtige Wirtschaftsmeldung rein, die eine extreme Stärke für den Dollar bedeutet. Normalerweise müsste der Euro-US-Dollar nun nach unten laufen, um die Stärke des Dollars zu rechtfertigen. Interessanterweise passiert aber genau das Gegenteil. Die Deutsche Bank möchte die gesammelten Ask in den Gewinn bringen und wird aus diesem Grund den Kurs massiv nach oben drücken. Die Gesamtsituation ist sogar noch positiv, denn da viele Trader den Dollar kaufen, ist es für die Deutsche Bank noch einfacher, den Kurs nach oben zu drücken. Aus diesem Grund müssen wir uns merken, nicht die Nachrichten bestimmen den Markt, sondern der Markt bestimmt die Nachrichten. Wie wir gesehen haben, ist die Volatilität ein entscheidender Faktor, um sein Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Ich vergleiche eine schwache Volatilität gerne mit einem Regionalzug, eine durchschnittliche Volatilität mit einem D-Zug und eine starke Volatilität mit einem ICE. Im Laufe der letzten Jahre habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie ich in diesem Markt am effizientesten handeln kann. Die Mathematik war letztendlich dafür verantwortlich, dass ich mich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Scalper entwickelt habe. Lasst uns zunächst ein paar Berechnungen durchführen, die ihr in dieser Form noch nie gehört habt. Konzentrieren wir uns zunächst auf den unteren Indikator in meinem Chart. Jeder einzelne Balken, den wir hier sehen, steht im Prinzip für eine Bewegung vom Low zum High oder vom High zum Low. Ich möchte hier ganz bewusst darauf verzichten, von einem Trend zu sprechen, da es in meinen Augen keine Trends, sondern nur Bewegungen gibt. Wenn wir innerhalb von einem Tag alle Bewegungen zusammenrechnen, entstehen ca. 600 unterschiedliche Bewegungsabläufe. Da ich im Handel allerdings mindestens 1,5 Pip pro Minute erreichen möchte, muss ich innerhalb des Indikators einen Filter einsetzen.
Ich habe den Filter eingetragen und nun werden nur noch Bewegungen ab 1,5 pip angezeigt. Daraus ergeben sich übrigens ca. 150 Bewegungsabläufe pro Tag. Wenn ich einen Handel eingehe, habe ich eine Mindestanforderung von 1,5 pip pro Minute. Allerdings liegt mein tatsächliches Ziel bei 2 pip pro Minute. Aus diesem Grund muss ich nochmal einen Filter eingeben, um die Bewegungsabläufe, die wir hier unten sehen, abzuschneiden. Ich habe nun alle Bewegungsabläufe unter 2 pip pro Minute herausgefiltert und dabei festgestellt, dass am Tag nur noch ca. 100 Bewegungen übrig bleiben, die mir die Chance auf 2 pip pro Minute geben. Würde ich nun die Zeiteinheit in M5 ändern, gäbe es keine Bewegung, die 2 pip pro Minute erreichen würde. Das liegt daran, dass sich die Zeitspanne der Bewegung so ausdehnt, dass daraus kein Vorteil mehr entsteht. Wir sehen zum Beispiel hier eine 8,5. 8,5 pip, die in 5 Minuten erreicht wurden. Das sind pro Minute 1,7 pip. Da die 8,5 pip die größte Bewegung an diesem Tag war, ist es zwangsläufig, dass der Indikator im unteren Bereich keine Linie anzeigen kann, da die Filtereinstellung 10 beträgt. Pro Minute 2 pip mal 5 Minuten entspricht einer Filtereinstellung von 10. Wir sehen zwar als letzte Bewegung eine 10,7, allerdings ist die Farbe noch gelb, und damit ist die Bewegung noch nicht abgeschlossen. Natürlich ist der Bewegungsablauf im M1 und M5 exakt derselbe. Die Darstellung im M1 ist nur deutlich feiner und dadurch entstehen auch deutlich mehr Bewegungsabläufe. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. In dem Zickzack-Indikator habe ich einen Wert von 221 eingegeben, um möglichst kurze Bewegungsabläufe herauszufiltern. Pro Tag entstehen in diesem Bereich 600 Bewegungsabläufe. Ab 1,5 pip entstehen nur noch 150 und ab 2 pip pro Minute nur noch 100 Bewegungsabläufe. Pro Tag entstehen 1440 M1-Kerzen. Wenn ich diese durch die 600 Bewegungsabläufe teile, bedeutet dies, dass im Durchschnitt alle 2,4 Minuten ein neuer Bewegungsablauf entsteht. Aus diesem Grund liegt meine durchschnittliche Haltedauer zwischen 30 und 2,5 Minuten. Da mein primäres Ziel 2 pip pro Minute sind, entstehen dadurch nur 100 mögliche Bewegungsabläufe pro Tag. Das bedeutet, alle 15 Minuten erhalte ich die Chance für einen Trade, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mindestens 2 pip pro Minute erreicht. Ein M5-Chart kommt aufgrund meiner Anforderung nicht in Frage. Würde ich im M1 die Einstellung des Zickzack-Indikators auf 421 ändern, würden sich die Bewegungen auf 25 pro Tag reduzieren. Das würde bedeuten, dass ich nur noch alle 60 Minuten eine Chance auf einen Einstieg hätte. Für sehr viele Trader ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis ein entscheidender Faktor im Bereich des Money-Managements. Als Investition nehmen wir beispielsweise ein Lot bei einem Stop von 5 pip. Im Falle einer Stop-Auslösung würde das den Trader $50 kosten. Das Risiko-Gewinn-Verhältnis wird mit einem Faktor von 2 angesetzt. Damit müssten 10 pip erreicht werden, um $100 zu verdienen.
Weil ich mich seit einigen Jahren auf die Identifikation der Big Player-Algorithmen konzentriere, bin ich in der Lage, meine Stops deutlich zu reduzieren. In meinen letzten Videos bei Forex Factory habe ich gezeigt, dass meine Stops zwischen 1 und 1,5 Pip liegen. Bei einem durchschnittlichen Stop von 1,25 Pip bin ich nun in der Lage, 4 Lot zu handeln, um im Falle einer Stop-Auslösung ebenso $50 zu verlieren. Bei einem Risikogewinnverhältnis von 1 zu 2 müsste ich nur 2,5 Pip gewinnen, um ebenso $100 zu verdienen. Schauen wir uns dies nun etwas genauer auf dem Chart an. Zunächst hat der Trader eine Widerstandszone ermittelt. Sobald die überwunden wurde, steigt er in den Trade ein. Zunächst läuft der Trade in seine Richtung und danach wieder nach oben und er wird in diesem Bereich ausgestoppt. Sein Stop war 5 Pip groß, sein Target 10 Pip. Bei diesem Punkt hatte er 2,6 Pip pro Minute erreicht. Das ist fast die doppelte durchschnittliche ATR im Euro-US-Dollar. Die Frage stellt sich, warum ist er hier nicht ausgestiegen? Die Antwort ist einfach, weil er sein Target von 10 Pip nicht erreicht hat. Der Trader setzt sich nun ein neues Ziel und kommt auch hier genau, punktgenau in den Trade hinein. Nun kommt es zu einer starken Bewegung nach unten. In dem unteren Punkt erreicht er 6 Pip pro Minute. Das ist die durchschnittlich vierfache ATR im Euro-US-Dollar. Die Frage stellt sich wieder, warum ist er denn hier nicht ausgestiegen? Antwort, weil er sein verdammtes Ziel nur zu 70% erreicht hat. Der Kurs läuft nun nach oben, es entsteht ein kurzes Equilibrium und danach nimmt der Kurs noch einmal einen Anlauf nach unten. Sein Target wird zu 80% erreicht, aber er steigt immer noch nicht aus. An diesem Punkt hat sein Trade 0,3 Pip pro Minute erreicht. Das ist bereits 5-mal schlechter als die durchschnittliche ATA. Jetzt läuft der Kurs nach oben und er hat großes Glück, dass er nicht ausgestoppt wird. Danach läuft der Trade in seine Richtung und schließlich nach 75 Minuten erreicht er sein Ziel von 10 Pip. Er ist zwar zufrieden, hat allerdings ein schlechtes Ergebnis erzielt. Mit 0,13 Pip pro Minute hat er die durchschnittliche ATR um das Zehnfache verfehlt. Genau aus diesem Grund geht es mir nicht darum, ein fiktives Target zu erreichen, sondern mit dem geringsten Risiko innerhalb kürzester Zeit effektiv Geld zu verdienen. Schauen wir uns den Unterschied zwischen diesem Trader und meiner Vorgehensweise etwas genauer an. In 75 Minuten hat der Trader $100 verdient, das entspricht pro Minute $1,33. Ich wäre bereits nach 2 Minuten mit $240 ausgestiegen und hätte mich gefreut, da ich pro Minute $120 verdient hätte. Machen wir uns nun einmal die Mühe und malen den Stop und das Target des Traders und meinen Stop und mein Target original in das Chartbild vom Freitag ein. Jetzt wollen wir einmal schauen, in welchen Bereichen wir überhaupt erfolgreich gewesen wären. Wie wir wissen, verlaufen 70% der Kursverläufe innerhalb eines Equilibriums.
Diese Equilibrien kann der Trader aber nicht handeln, da er sein Target nicht erreichen würde. Mit meiner Vorgehensweise bin ich allerdings auch in der Lage, in den kleinsten Equilibrien profitabel zu handeln. Der Trader ist nur in der Lage, in den großen Bewegungsabläufen zu handeln. Innerhalb dieser Bewegungsabläufe kann ich sogar mehrere Trades absetzen. Vielleicht prüfst du einmal selbst, ob deine Risikogewinnchancen effektiv sind. Wenn du mit einem Stop von 5 Pip und einem Target von 10 Pip handelst, so zeichne dir selbst einmal diese Art Kerze in deinen Originalchart und schau einmal selber im Laufe eines Tages, wie oft du einen Trade hättest gewinnen können. Kommen wir nun zum Gesamtergebnis. In 75 Minuten konnte der Trader 100 Dollar gewinnen, das entspricht 1,33 Dollar pro Minute. In 2 Minuten hätte ich mit demselben Risiko einen Gewinn von 240 Dollar erzielt. Jetzt bleiben mir allerdings noch 73 Minuten Zeit übrig, bis der Trader sein Target erreicht hat. Da ich alle 15 Minuten eine Chance habe, einen passenden Trade zu finden, wären damit noch theoretisch 5 Trades möglich. Nehmen wir einmal an, ich würde von diesen 5 Chancen 3 Chancen wahrnehmen und würde dabei einmal verlieren und zweimal gewinnen. Dann kämen insgesamt zu meinen 240 Dollar noch 150 Dollar dazu. In 8 Minuten wären das somit 390 Dollar und insgesamt ein Minutengewinn von 48,75 Dollar. Insgesamt wäre das 37 Mal effizienter als die Vorgehensweise des Traders. Zusätzlich war der Trader 75 Minuten einem Kursrisiko ausgesetzt, ich dagegen nur insgesamt 8 Minuten. Schauen wir uns die Effizienz im Handel einmal genauer an. Für das Beispiel habe ich einige Kerzen aus dem asiatischen Markt verwendet. Wenn man die erreichten Pip dieser 6 Kerzen addiert, käme ein Wert von 5,6 Pip heraus. Tatsächlich hat der Kurs in diesen 6 Minuten nur eine Strecke von 3,4 Pip zurückgelegt. Das liegt daran, dass das Open und Close nicht immer auf dem High oder Low liegen. Daraus ergibt sich eine Effizienz von 60,7% und 0,56 Pip pro Minute. Im nächsten Beispiel haben wir eine Effizienz von 64,1%. Das Ergebnis ist 0,6 Pip pro Minute. Auch in dieser bärischen Bewegung liegt die Effizienz bei 60%. Der Pip-Wert pro Minute liegt bei 0,5. Im letzten Beispiel erreichen wir eine Effizienz von 50,6%. Würde man jetzt nur die letzten beiden Kerzen handeln, könnte man damit die Effizienz auf knapp 80% steigern. Ebenso würde sich damit der Pip-Wert pro Minute verdoppeln. Je kürzer der Zeitrahmen, in dem ich handle, desto effizienter ist der Pip-Wert pro Minute. Schauen wir uns dazu noch ein Beispiel in einer Aufwärtsbewegung an. Bei dem gelben Pfeil steigen wir nun in den Handel ein. Die Frage lautet, wie entwickelt sich nun die Effizienz und wo sollte man am besten aussteigen? Nach der ersten Kerze haben wir eine Effizienz von 1,6 Pip pro Minute erreicht. Da sich der Kurs in einem Equilibrium befindet, reduziert sich zunächst dieser Pip-Wert pro Minute. Danach entsteht eine größere Bewegung, was unseren Wert pro Minute wieder erhöht.
Es entsteht wieder ein kleines Equilibrium. Danach läuft der Kurs weiter nach oben. Der optimale Ausstieg wäre in diesem Fall nach ca. 4 bis 5 Minuten gewesen. Auf dem Schaubild können wir erkennen, je länger man in einem Handel ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Pip-Wert pro Minute reduziert. Gerade die Pullbacks innerhalb einer Aufwärts- oder Abwärtsbewegung sorgen für eine deutliche Reduzierung meiner Pip-Effizienz. Die zwei Trades, die im Hintergrund laufen, hatten einen sehr kleinen Stop. Der erste Stop war 1,4 Pip klein, der zweite Trade hatte einen Stop von einem Pip. 30 Sekunden, nachdem ich in den Markt eingetreten bin, stieg die Volatilität auf einen Wert von 6,2 Pip an. Das war die sechsfache ATR von meinem Stop. Normalerweise ist es fast unmöglich, mit einem Stop von einem Pip gegen eine Volatilität von 6,2 Pip anzutreten. Seitdem ich mit Börsendaten und sehr aufwendigen Filtereinstellungen die Algorithmen der Big Player auslese, wird meine Vorgehensweise jeden Tag effizienter. Innerhalb von 2 Minuten konnte ich 10 Pip erreichen. In beiden Trades lag der Pip-Wert pro Minute bei 2,2. Das Netto-Risiko-Gewinn-Verhältnis lag bei einem Wert von 1 zu 3. Insgesamt war das ein sauberer Trade. Allerdings habe ich durch Dummheit einen kleinen Stop in Kauf nehmen müssen, hatte aber in diesem Fall das Glück, nicht ausgestoppt zu werden. Es ist nicht einfach zu erklären, wie ich meine gefilterten Algorithmen auslese und als Signal für meinen Handel einsetze. Vor 2 Jahren habe ich einem sehr guten Freund von mir einige Tools zum Auslesen der Algorithmen gegeben. Damit konnte er innerhalb von einem Jahr seine Gewinnschwelle erreichen. Normalerweise braucht ein Vollzeithändler 3 bis 4 Jahre, um in die Gewinnschwelle zu kommen. Durch die Algorithmen bin ich in der Lage, einige Zehntelsekunden in die Zukunft zu sehen. Wenn ich nun einen Handel aufgrund dieser Signale eingehe, wird der Vorteil kleiner, je länger ich in diesem Handel bleibe. Die Big Player verdienen Geld, weil sie den Markt bewegen können. Die Hochfrequenz-Trader verdienen Geld, weil sie die kleinen Zeitlücken im Equilibrium nutzen und nur kurz im Markt sind. Alle anderen Marktteilnehmer verlieren auf Dauer ihr Geld. Da ich nicht das Geld der Big Player besitze, bin ich gezwungen, die mir zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. Kreativität, Logik und Schnelligkeit sind die einzigen Mittel, die mir bleiben. Das Wichtigste dabei, mich reizt nicht das Geld, was man dabei verdient, sondern dass ich eine realistische Chance gegen die besten Trader der Welt habe. Da ich in Preisregionen handle, wo die wenigsten Trader einen Handel absetzen, bin ich quasi uninteressant für die Big Player. Pro Tag handle ich nur ca. 10 bis 15 Minuten. Damit bleibt genug Zeit, die Vorgehensweise der Big Player zu studieren. Diese Zeit ist wichtig, da die Big Player wöchentlich neue Strategien testen. Der Markt wird somit jeden Tag schwerer und nicht einfacher. Doch egal, wie schwer der Markt auch sein mag, jeder von uns hat eine realistische Chance, wenn er die richtigen Ideen umsetzt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Ganz liebe Grüße, Michael.